Vielen Dank für die ausführliche Vorstellung und Ankündigung mit all den vielen Dingen, die ich tue oder versuche zu tun und manchmal auch nicht so tue. Das Thema heute soll tatsächlich sein, was eigentlich Partizipation, Sprache und Geschlecht miteinander zu tun haben. Wir haben eben schon gehört, dass Partizipation viel mit Sprache zu tun hat, ist irgendwie klar. Das wissen auch viele Leute. Aber wie das Geschlecht da jetzt reinkommt, darüber wissen wir viel, viel weniger. Und ich habe in der Vorbereitung festgestellt, ich habe darüber mal vor vielen Jahren einen Artikel geschrieben. Und wenn man jetzt guckt, sind diesem Artikel viele andere Artikel gefolgt, dann stellt man fest, nein, es sind dem eigentlich keine Artikel gefolgt, weder von mir noch von anderen Leuten. Darum werde ich auch einige Sachen heute erzählen, die eigentlich ziemlich alt sind, einfach weil es nichts Neueres dazu gibt. Darum sollen Sie natürlich auch selber ein bisschen was sagen. Bevor ich hier jetzt anfange, fange ich mal mit einer Frage an, also so der Frage, wer beteiligt sich eigentlich an Beteiligungsprozessen? Ich habe einfach mal so ein bisschen rumgegoogelt und dann habe ich dieses Bild gefunden. Hier habe ich gesehen, da sind ganz viele Mädchen. Dazwischen sitzen auch zwei Jungen, wenn ich das richtig sehe. Auf dem anderen Bild, da waren es ganz viele Jungen. Es sind auch ganz verschiedene Situationen. Das eine ist drin, das ist ein anderes draußen. Ich würde jetzt gerne mal anfangen, Sie zu fragen und bitte mal Herrn Mack, dass er mal unsere erste Umfrage freischaltet, die erstmal danach fragt, ist es überhaupt mit Jungs und Mädchen? Das sind eher so sehr allgemeine Fragen und da können Sie einfach mal jetzt bitte die beantworten. Jungen haben ganz andere Interessen als Mädchen. Stimmt das? Stimmen Sie dem zu oder stimmen Sie dem gar nicht zu? Das würde ich gerne mal wissen, wie Sie das sehen. Ja, eine kommt noch rein, eine Antwort. Und dann würde ich vorschlagen, beenden wir das mal. Und ich kann es, glaube ich, auch selber beenden. Ne? Genau. Und dann, ja, kommen noch welche dazu. Und dann wollen wir jetzt die freigeben. Ah, genau, Sie haben es schon freigegeben. Können alle das sehen? Ja? Einmal kurz bitte sagen, können alle das sehen? Kann es mal Ja, jemand? man kann das Alles gut klar. sehen. Genau. Also, wir sehen hier so eine Tendenz, so bis, huch, da ist ein gar nichts. Es sollte eigentlich stimmen eher nicht zu, da ist ein gar da reingeraten. Also gut, wir sehen so ein bisschen uneinheitliche Meinung hier dazu. Wir haben ein bisschen mehr Leute, die der Meinung sind, ja, ich stimme zumindest etwas zu. Also voll zustimmen nur ganz wenige, aber gar nicht zu auch ganz wenige. Also die Tendenz ist eher, ja, so etwas stimmt das schon. Okay, wir lassen das erstmal so stehen. Gehen wir zur zweiten Frage, bitte. Bitte. So, jetzt kommt die zweite Frage. Die geht jetzt schon ein bisschen mehr in Richtung Beteiligung. Jungen und Mädchen bringen ihre Interessen tendenziell unterschiedlich zum Ausdruck. Und da sind jetzt mehrere Sachen und da kann man jetzt mehrere Sachen anklicken. Also eins, zwei, drei oder gar nichts. Bin ich mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich sehe jetzt immer schon, wie Sie antworten. Das sieht schon sehr interessant aus. Okay. Okay, ich glaube, wir können es mal so stehen lassen. Und da kommen noch ein paar nach. Und dann können wir es mal freigeben, Herr Mack. So, das ist jetzt ganz interessant. Also, die große Mehrheit von Ihnen findet, das Geschlecht spielt eigentlich keine Rolle. Individuelle Unterschiede sind viel wichtiger. Und dann gibt es eine kleinere Gruppe, die sagt, da doch, ich nehme da doch Unterschiede wahr, zumindest tendenziell. Und die sind ziemlich deutlich hier in dieser Gruppe in Richtung, die Mädchen bringen sich mehr ein und sie sprechen vor allem auch mehr darüber. Aber wie gesagt, das ist eine Minderheit. Die Mehrheit meint, das Geschlecht spielt nicht so eine große Rolle. Und ich würde jetzt unheimlich gerne Ihnen sagen können, die Wissenschaft hat festgestellt, so ist es wirklich, aber das können wir gar nicht, weil es einfach überhaupt nicht untersucht worden ist. Und das ist das Spannende. Das heißt, in der Tat, wenn wir da mehr darüber wissen wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als selber genauer hinzuschauen oder vielleicht jetzt auch selber systematisch mal anzuschauen. Und was wir heute machen wollen in dieser Stunde, die wir jetzt vor uns haben, mal auf die Fragen zu kommen, die wir vielleicht stellen müssen und auf die Hintergründe, über die wir nachdenken müssen, wenn wir diese Frage nicht nur so aus dem Bauch raus, aus dem Gefühl raus beantworten wollen. Gut, ach so, Ergebnisse freigeben. Haben wir das noch gar nicht gesehen? Jetzt. Ja, haben Sie es alle gesehen, was ich eben gesagt habe? Ich war noch gar nicht freigegeben.
Also, die Mehrheit ist der Meinung, das Geschlecht spielt keine große Rolle. Mal schauen, ob wir das auch in einer Stunde noch alle so sehen. Gut, ich fange mal an mit einem ganz einfachen Klischee. Das kennen Sie alle. Ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Das würde ja darauf hindeuten, dass es da schon geschlechtstypische Unterschiede gibt. Dieses T-Shirt gab es in 20 verschiedenen Variationen. Was es leider nicht gibt, ist irgendeine Studie, die beweist, dass es stimmt. Wahrscheinlich ist es wirklich nichts als ein Klischee. Allerdings kann man auch sagen, wie entstehen solche Klischees? Irgendwas muss da dran sein, dass man das so sagt. Also selbst wenn es vollkommen falsch ist, wird es ja irgendeinen Grund geben, warum es für 27,99 Leute sich kaufen. Also das ist mir als erstes aufgefallen zum Thema Geschlecht und Sprache, dieser komische Spruch. Und wenn ich jetzt mal in Richtung Partizipation gehe und erstmal auf die Ebene der Politik schaue, wer vertritt uns denn, wer spricht denn für uns? Naja, dann hatten wir ganz lange natürlich Mutti Merkel. Da war jedenfalls ganz klar, also hier ist eine Person, wenn es um Demokratie geht, um Beteiligung, die steht vorne. Das sieht jetzt im Moment ein bisschen anders aus. Ich weiß, wir haben auch Frau Baerbock, aber dieses Bild ist mir sehr aufgefallen. Das war neulich in den Nachrichten, wie die drei Herren alle mit großer Stirnfalte nebeneinander an die Mikrofone gehen. Da ist irgendwas in Veränderung, denn während wir einerseits hier eine Ampel haben mit drei solchen Männern, haben wir aber auch andere Entwicklungen. Einmal das Thema politische Repräsentation. Im Bundestag 2021 gewählt, stellen Männer zwei Drittel der Abgeordneten, nur ein Zweipartner sind Frauen in der Mehrheit. Und das gilt auch in den Stadträten, in der Kommunalpolitik teilweise noch mehr. Also wir haben nach wie vor mehr Männer, die sich zu Wort melden. Und das hat ja letztlich dazu geführt, dass selbst eine Partei, die es lange Zeit gar nicht wollte, irgendwann gesagt hat, wir brauchen eine Quote, wenn wir wollen, dass alle gleich mitbestimmen können. Und hier haben wir also tatsächlich Herrn Merz, der hier in der Karikatur etwas unglücklich erscheint darüber, dass die CDU sich tatsächlich dafür entschieden hat, eine Frauenquote einzuführen. Und wenn wir sozusagen davon ausgehen, die Diskussion in der Politik ist ja die Frage, ist das jetzt ein Thema, was eigentlich schon im Kindergarten eine Rolle spielt? Also anders als die sagen, spielt eigentlich gar keine Rolle, Jungs oder Mädchen, die Mehrheit hat gesagt, spielt Geschlecht ist nicht so wesentlich, scheint es in der Politik angekommen zu sein, doch Geschlecht ist sehr wesentlich und wir müssen irgendwas tun, um Beteiligung sozusagen unter Geschlechterperspektive anders zu ermöglichen. Das vielleicht als kleinen Einstieg, das lasse ich mal alles so stehen unkommentiert, als Dinge, die nur deutlich machen, dass die Frage der Zusammenhänge von Beteiligung und Geschlecht im Moment in unserer Gesellschaft durchaus sehr kontrovers diskutiert werden. Kommen wir zu dem, was wir hier besprechen möchten. Ich fange kurz an mit einem ganz kleinen Einstieg nochmal zu Partizipation. Das wird Ihnen nichts Neues sein. Um von davon ausgehend darüber zu sprechen, inwieweit Sprache Grundlage für Beteiligungsprozesse ist. Und dann machen wir einen Schnitt und schauen, was Sprachentwicklung mit dem Geschlecht zu tun hat, woraus sich dann Überlegungen ergeben zur Bedeutung von Geschlecht in Beteiligungsprozessen. Und ein bisschen werden am Schluss auch danach fragen, was wir tun können, wobei ich gleich schon sagen muss, es gibt hier keine fertigen Lösungen, weil man sich mit diesem Thema bislang viel zu wenig beschäftigt hat. Es gibt nur ein paar Ideen, ein paar Fragen, ein paar Anregungen, wonach wir eigentlich gucken sollten. Ich beginne mit Partizipation habe hier meine Definition von Vollmer. Ich lese die jetzt nicht vor, wir haben eben noch darüber gesprochen. Da sagten die Kollegen vom NIFPE, das wissen Sie alles schon, man muss jetzt nicht nochmal zum zehnten Mal die Definition hören. Ich lese den letzten Satz vor. Die Kinder bringen sich in einem von Wertschätzung geprägten Dialog sich und ihre Ideen, Meinungen, Empfindungen und Sichtweisen ein und beeinflussen aktiv ihren Alltag. Und wenn ich das Wort Dialog höre, weiß ich schon, da geht es auf jeden Fall auch viel um Sprache. Ideen, Meinungen, Empfindungen, Sichtweisen werden ja nicht einfach nur irgendwie ausagiert, sondern ja auch ausgesprochen. Wir haben dann ähnliche Dinge auch im Orientierungsplan in Niedersachsen, Vereinbarungen treffen, Regeln verabreden, die eigene Meinung vertreten, Vorschläge machen. Das sind alles Dinge, die man in der Tagesordnung nur machen kann, sagt der Orientierungsplan. Und ich kann ergänzen, für die man auch Sprache braucht. Aushandeln, Vereinbaren von sozialen Regeln. Und dann kommt die Beteiligungskultur, zum Beispiel die Einführung einer Kinderkonferenz. Da wird es noch klarer, eine Kinderkonferenz, da muss man nicht nur irgendwie reden können, sondern schon ziemlich gut reden können, sonst funktioniert das nicht. Und wenn wir mal weiterschauen, wie Beteiligung dann konkreter beschrieben, definiert wird, haben wir zum Beispiel hier die vier Stufen von Regner und Schulze-Sofrian: Information, gehört werden, mitbestimmen, selbstbestimmen.
Und das setzt sich fort in den Beteiligungsformen. Ich habe hier in meiner Reihe aufgezählt: Vereinbarungen treffen, Regeln verabreden, die eigene Meinung vertreten, Vorschläge machen, Morgen- und Gruppenkreise, Planen von Projekten, Kinderkonferenz, Kinderparlament. Alles das geht nicht ohne Sprachenkommunikation. Und das ist erstmal, glaube ich, sich wichtig klarzumachen, das ist die Voraussetzung für unser Gespräch heute, dass wir erstmal uns bewusst machen, welche unglaublich große Rolle Sprache und damit auch sprachliche Kompetenzen spielen für gelungene Beteiligungsprozesse, weil dann in der Tat deutlich wird, warum Geschlecht eigentlich eine Rolle spielen könnte. So setzt es sich erst zusammen. Wenn wir nochmal genauer schauen, was sind das eigentlich für Kompetenzen, die wir brauchen im Bereich Sprachenkommunikation, dann habe ich hier mal nur so ein paar aufgeschrieben. Ich könnte viel mehr aufschreiben. Zuhören ist ja schon mal erstmal eine wichtige Kompetenz, die manchmal vergessen wird bei der Sprachbildung, dass sie eigentlich am Anfang stehen muss. Dann das Sprachverständnis. Und Frau Krankenhagen hat im Beginn schon gesagt, die Tatsache, dass viele Kinder gar nicht so gut Deutsch sprechen, wenn sie in die Kita kommen, ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt dabei. Wenn ich nicht verstehe, woran man sich beteiligen soll, dann ist es natürlich auch schwierig, das genauer dann auch zu tun. Der Wortschatz spielt eine Rolle, aber auch sowas wie Ausdruckskraft, ich habe es mal so genannt, also die Fähigkeit, das, was man denkt und meint, auch zum Ausdruck zu bringen. Die Fähigkeit zum Dialog, und jetzt bin ich mal ein bisschen konkreter geworden, habe mir mal einen Begriff aus der Sprachbildung mit reingebracht, Sustained Shared Thinking. Ich glaube, das ist ein Konzept, das in der Tat sehr grundlegend ist für Beteiligungsprozesse, weil Beteiligungsprozesse ja Prozesse sind und nicht sich daran erschöpfen, dass man 5 Vorschläge macht und dann dürfen die Kinder sagen, ich hätte gerne den einen oder den anderen, sondern eigentlich erfordert, dass man wirklich in längere Dialoge eintritt. Und diese Fähigkeit, in längere Dialoge einzutreten und wirklich ins Gespräch zu kommen, weiterzudenken miteinander, die ist zum einen sehr grundlegend, zum anderen gar nicht so einfach in der Praxis umzusetzen, weil ja oft die Zeit einmal fehlt. Und wir wissen ja auch, dass in der Praxis es oft so ist, dass die Fachkräfte gar nicht so viel und so lange mit den Kindern sprechen, einfach weil immer so viel los und so viel zu tun ist und die Gruppen groß sind. Und dass wir das, was wir hier wissen, was wichtig und grundlegend ist für die kognitive Entwicklung, für Beteiligung, für das, was danach kommt, nämlich wirklich dieses intensive sich einlassen auf Gespräche mit Kindern, das gemeinsame Entwickeln von Gedanken, viel zu selten oft vorkommt. Ich habe es hier nochmal die Definition von Sustained Shared Thinking reingeschrieben, weil wir nachher nochmal darauf zurückkommen werden. Gemeinsam lang andauerndes Nachdenken ist eine mögliche Übersetzung, eine Form kognitiver Kooperation, gemeinsame gedankliche Problemlösungen, Begriffsklärung, Bewerten von Ereignissen. Und dabei lassen sich Fachkräfte auf die Lebenswelt der Kinder und ihre Form der Welt aneignen ein. Gleichzeitig bringen sie eigene Erfahrungen und Deutungen ein. Diese Form des Dialogs fördert nachhaltig die kognitive Entwicklung von Kindern. Aus diesem Kontext stammt auch der Begriff, er stammt aus England, einer großen Studie, die bewiesen hat, dass tatsächlich es etwas bringt, wenn Kinder in die Kita gehen, weil sie nämlich dann auch im weiteren Bildungsverlauf sich besser entwickeln und bessere Schulleistungen auch haben, bis hin zu, dass sie häufiger studieren als Kinder, die nicht in Kitas waren. Das war das Großprojekt in England, was dazu geführt hat, einen neuen Blick auf dieses ganze Arbeitsfeld auch zu gewinnen. Ich finde aber, wenn ich diese Beschreibung lese, dass das auch ganz viel mit Partizipation zu tun hat. Genau das wollen wir doch in Beteiligungsprozessen, dass wir wirklich miteinander unter Berücksichtigung der Lebenswelt der Kinder entwickeln, worum es gehen kann in der Kita. Und dass wir das wirklich von beiden Seiten tun. Also einerseits die Welt der Kinder, andererseits auch das, was wir als Erwachsene einbringen können und müssen in die Prozesse davon, wie wir Alltag gestalten wollen, wie wir Räume gestalten wollen, wie wir auch die Weiterentwicklung unserer Einrichtung gestalten wollen. Ups, hier ist das rutscht. Dann gibt es natürlich wichtige Aspekte, die wir betrachten müssen. Wenn es so ist, dass verbale Dialoge, Beteiligungsformen so eine große Rolle spielen für Partizipation, dann werden unterschiedliche sprachlichen Kompetenzen relevant. Zum Beispiel das Alter. Klar, weil einfach ältere Kinder besser sprechen können als jüngere Kinder. Dann das Thema Migration und Mehrsprachigkeit spielt eine ganz große Rolle dann, weil das natürlich sich entscheidend auswirkt auf die Kompetenz, mitsprechen zu können. Und eben das Geschlecht. Ich will heute, weil wir das Thema Geschlecht haben, nur ganz kurz auf das Thema Mehrsprachigkeit eingehen. Aber ich will es zumindest hier erwähnen, dass
fast ein Drittel der Kinder in deutschen Kitas 2021 einen Migrationshintergrund hatte, viele Kinder mehrsprachig aufwachsen, nicht Deutsch als Erstsprache sprechen und in ein Fünftel der Familien nicht vorrangig Deutsch gesprochen wird. Das heißt, dieses Thema ist mindestens genauso bedeutsam wie das Thema Geschlecht. Und worauf ich heute nicht eingehen kann, aber ich will es wenigstens erwähnt haben, dass es dann auch noch ganz besondere Wechselwirkungen gibt zwischen Geschlecht, Mehrsprachigkeit und Migration. Das ist dann sozusagen die Kür, wenn wir erstmal den ersten Schritt gegangen sind, werden wir weitere Schritte gehen müssen und dieses Thema auch anschauen, wie das zusammenwirkt, aber das nicht heute. Denn heute soll es um die Genderbrille gehen. Die Genderbrille, das erkläre ich immer so, wir setzen eine Genderbrille auf, um die Sachen mal so zu betrachten mit der Frage, hat das, was wir gerade so vorfinden im Alltag, hat ein Thema, was uns beschäftigt, vielleicht auch etwas mit Geschlecht oder dem neudeutschen Wort Gender zu tun, also irgendwas mit irgendwelchen Faktoren, die mit Geschlechterunterschieden, mit Klischees, Stereotypen, Biologie, wie auch immer zu tun haben. Wir setzen diese Brille mal auf für die nächste halbe Stunde, Stunde. Wir können sie danach wieder absetzen. Es hat nicht den Anspruch, dass das jetzt die Welt erklären soll, sondern es ist nur eine Perspektive, die vielleicht manchmal ganz sinnvoll ist, mal einzunehmen. Ich sage es auch deswegen, weil natürlich jede Perspektive immer auch andere Perspektiven ausschließt. Und gerade wenn man heute über Jungen und Mädchen spricht, es wird schnell gesagt, Moment mal, es gibt auch Kinder, die sind nicht eindeutig Jungen und Mädchen. Diese Zuordnungen erzeugen ja auch erstmal Gegensätze, die es vielleicht so gar nicht gibt. Sie konstruieren auch Geschlecht. Dessen sind wir uns bewusst. Also in dem Moment, wo wir nach Jungen und Mädchen fragen, erzeugen wir Jungen und Mädchen, erzeugen auch vielleicht typische Zuordnung. Andererseits, wenn man gar nicht danach fragt, dann kann man auch gar nicht sich damit beschäftigen. Also ist es eine Idee zu sagen, wir setzen uns mal auf die Brille, schauen mal, was wir dabei rausfinden und dann setzen wir das wieder ab und werden uns mit anderen Perspektiven beschäftigen. Aber heute soll es einmal unsere Perspektive sein. Und mit dieser Perspektive schauen wir einmal auf das Thema Sprachentwicklung. Die Frage ist nämlich, was hat denn Sprachentwicklung, Sprachbildung mit Geschlecht zu tun? Und das, bevor ich jetzt wieder irgendwas erzähle, auch aus Mangel an Forschung kann ich Ihnen sowieso überhaupt nicht sagen. Also fragen wir mal nach Ihren Erfahrungen und ich bitte Herrn Mack, die Frage Nummer 3 einzublenden. Und das ist erstmal Ihr Eindruck aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Praxis raus. Unterscheiden sich Mädchen und Jungen in ihrer sprachlichen Entwicklung? Und jetzt kann man sagen, ja, Mädchen sind voraus, Jungen sind voraus oder nee, ich sehe da keinen Unterschied. Also ne, im Einzelfall ist es immer noch wieder anders, es geht um so einen Gesamteindruck. Okay, ich glaube, wir sind rum. Ich beende es, die ist schon freigegeben, danke Herr Mack. Also, die Ergebnisse sind sehr interessant, weil nämlich 40% von Ihnen sagen, ich nehme solche Unterschiede nicht wahr. Und 60% sagen, die Mädchen sind voraus. Und komischerweise sagt niemand, dass die Jungen voraus sind. Das ist natürlich ein interessantes Ergebnis, weil man könnte natürlich sagen, ja, wenn jetzt das in Wirklichkeit keinen Unterschied gäbe, dann würden manche das eine sagen, manche das andere. Nee, so ist es aber nicht. Also die Mehrheit sagt, Mädchen sind den Jungen voraus. Aber eine bedeutende Minderheit sagt, ich nehme das nicht wahr. Tja, jetzt wäre natürlich wirklich die Frage, wie ist es jetzt wirklich? Darauf kommen wir gleich, aber erstmal machen wir nochmal Frage 4. Das geht jetzt ganz konkret um Ihre Tätigkeit in Kitas und anderen Einrichtungen. Gibt es Unterschiede in Bezug auf den Sprachförderbedarf? Das könnten Sie jetzt natürlich, müssen Sie jetzt mal so schnell beantworten aus Ihrem Gefühl raus. Sie können das natürlich, wenn Sie wieder in die Einrichtung kommen, tatsächlich mal nachzählen. Indem Sie tatsächlich mal gucken, wie viele Kinder haben den diagnostiziert, über welche Kinder reden wir in Fallbesprechungen. Und ein paar Zahlen habe ich dazu auch mitgebracht, aber nicht, sondern nicht viele. Die Frage ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, sehe ich gerade. Es ist ein bisschen langsamer, wie die Antworten hier eintrudeln. Vielleicht sind auch einige von Ihnen dabei, die an der Stelle das gar nicht sagen können, weil sie nicht diese Tätigkeit hier haben, wo sie das einschätzen können. Ja, es ist freigegeben, es haben nicht alle teilgenommen. So, das ist jetzt ganz interessant, weil nämlich tatsächlich die eine Hälfte sagt,
es gibt bei uns keine Unterschiede. Und die andere Hälfte sagt, es sind häufiger Jungen. Und nur eine Person hat gesagt, es sind häufiger Mädchen. Das ist natürlich ein sehr interessantes Ergebnis. Wenn wir das jetzt zusammenzählen, sind natürlich die, ist das Ergebnis sehr eindeutig. Genau, ich mache es mal zu. Es scheint schon zu sein, dass Jungen, jedenfalls in ihrer Wahrnehmung, tendenziell dass Mädchen einen Vorsprung haben und Jungen häufiger Förderbedarf. Aber das ist nicht immer so. Es wird nicht von ihnen allen so wahrgenommen. Es geht nicht in jeder Einrichtung. Auf jeden Fall ist es aber nicht andersrum. Das ist natürlich ein interessantes Ergebnis. Es deckt sich auch mit dem, was wir aus der Forschung wissen. Aber gleichzeitig ist es sehr interessant, dass darüber unglaublich wenig gesprochen wird. Also wir haben ein paar deutliche Hinweise darauf, dass in der Tat Mädchen schneller sind in der Sprachentwicklung, dass Jungen häufiger Förderbedarf zeigen, aber es wird so gut wie nie thematisiert. Und darum habe ich gedacht, jetzt ist die Gelegenheit, dass wir das ein bisschen thematisieren. Aber weil ich nicht die ganze Zeit reden will, Sie auch ein bisschen ins Gespräch kommen sollen, werden wir gleich einen kleinen Moment haben, wo Sie einfach mal ein bisschen ins Gespräch kommen untereinander. Ich gebe Ihnen mal so 4, 5 Minuten, wo Sie einfach mal untereinander darüber sprechen können, wie ist denn das eigentlich mit Frauen und Männern, mit der Sprache? Und ich habe die Frage mal ein bisschen anders formuliert. Ich habe gesagt, sprechen Frauen und Männer eine unterschiedliche Sprache, also drücken sie sich unterschiedlich aus in der Familie, im Kita-Team, wenn sie vielleicht ein gemischtes Team haben, trifft das auch auf Kinder zu? Und falls ja, ab welchem Alter? Also möchte ich Sie bitten, mal so ein bisschen ins Gespräch darüber zu kommen, wie nehmen wir denn eigentlich Mädchen und Jungen in Bezug auf Sprache wahr? Wie nehmen wir Männer und Frauen in Bezug auf Sprache wahr? Dass Sie mal so Ihre eigenen Eindrücke austauschen. Ich bitte Herrn Mack, einmal die Breakout-Räume zu starten. Sie müssen dann beitreten und haben einfach 5 Minuten Gelegenheit, sich mit völlig unbekannten Leuten in diesen kleinen Gruppen ein bisschen auszutauschen. Und dann rufen wir Sie einfach wieder zurück. Ja, willkommen wieder in der großen Runde. Es tut mir leid, dass wir jetzt wieder mir zuhören müssen. Es war vielleicht viel interessanter, mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Aber da ich hier eingeladen bin, rede ich jetzt weiter und hoffe, dass die dann zu anderer Gelegenheit noch viel weiter diskutieren miteinander. Haben wir eben auch schon festgestellt, viele Fragen bräuchten viel Zeit, müsste nachfragen. Das können wir hier in diesem Rahmen nicht. Ich kann ja auch gar nicht zusammenfassen, was die 16 Kleingruppen gesprochen haben. Ich habe mal so ein paar Sachen gesammelt, die man so lesen kann oder hört, manchmal auch in Gesprächen, in Fortbildungen. Und dann tatsächlich hören wir oft, dass Mädchen, ich gehe jetzt nicht auf Männer und Frauen ein, das wird bisschen weiter an dieser Stelle erstmal, ein paar Sachen, dass Mädchen sprachbegabter sind, größeren Wortschatz, vielfältiger Grammatik haben, mehr sprachbezogen spielen, schon auch manchmal sehr unangenehme Formen der Kommunikation haben, aber die eben oft relativ verbal sind. Wogegen bei den Jungen mehr Störungen der Sprachentwicklung festgestellt werden, mehr Bewegen und wildes Spiel, weniger über Sprache, wenn Sprache, dann gerne auch die Sprache, die man nicht so schätzt, sexuelle Ausdrücke und Schimpfworte, Befehle und Anordnungen, Konflikte eher körperlich ausgetragen werden. So, das sind jetzt alles so Dinge, wo man sagen kann, ja, das beobachtet man, aber man beobachtet vielleicht auch das Gegenteil, dass es gar nicht so stimmt, dass es Jungen gibt, die ganz anders sind, Mädchen, die ganz anders sind. Die Frage ist immer schwierig, sind das eigentlich alles nur Klischees oder ist da auch was dran? Ganz davon abgesehen von der Frage, warum das so ist. Also sage ich mal ein bisschen was, was wissen wir denn eigentlich aus der Forschung? Wir stellen fest, in der Tat, es gibt geschlechtsbezogene Unterschiede in der sprachlichen Entwicklung bereits in den ersten Lebensjahren. Es gibt Unterschiede in der Art und Weise, wie Mütter und Väter mit Söhnen und Töchtern sprechen. Erwachsene sprechen anders mit Jungen als mit Mädchen. Und das spielt auch eine Rolle für das spätere Leben, weil das, was wir in der Kindheit lernen über Kommunikation, wie wir kommunizieren, legt auch die Grundlagen für das Kommunikationsverhalten von Erwachsenen. Noch konkreter stellen wir fest, dass Mädchen tatsächlich sprachbegabter sind. Das ist nicht nur so ein Eindruck. Sie sprechen im Schnitt 1 bis 2 Monate früher als Jungen. Ihre Wortverbindungen und Sätze sind länger. Die Grammatik ist bei Mädchen vielfältiger und weniger fehlerbehaftet. Allerdings ist es so, dass im Alter von 4 Jahren ein Großteil der Jungen in vielen Bereichen aufgeholt hat. Also hier geht es nicht darum, dass die grundsätzlich ganz anders gestrickt sind, sondern es geht hier möglicherweise auch um einen Entwicklungsvorsprung, den übrigens Mädchen in vielen anderen Bereichen auch haben. Ich muss mir das Stichwort sagen, Pubertät. Da sind die Mädchen ja auch schneller. Trotzdem erreichen doch die meisten Jungen auch die Pubertät und die meisten werden auch erwachsen, glücklicherweise. Und das heißt, es geht auch hier auch um die Frage der Zeit, was aber natürlich eine Rolle spielt, wenn wir gleichaltrige Kinder haben und ein Teil der Kinder noch nicht so weit ist wie andere.
Interessanterweise ist es so, dass dann im Grundschulalter die Geschlechterunterschiede wieder deutlicher werden. Und woran wir das am deutlichsten sehen, ist, dass die Mädchen schneller lesen lernen als Jungen. Wobei man dann sagen muss, natürlich, am Anfang kann man sagen, in den ersten Lebensmonaten hat es mit großer Wahrscheinlichkeit eine biologische Komponente. Also Mädchen sind auch biologisch weiterentwickelt als Jungen, auch körperlich. Wogegen im Grundschulalter natürlich so viele Sozialisationsfaktoren dazukommen, so viele Aspekte von ob man zum Beispiel gerne liest, was das bedeutet zu lesen, wofür man sich interessiert, was man gerne spielt, dass es da viel, viel schwieriger ist, auseinanderzuhalten, wo das jetzt eigentlich herkommt. Und darum ist es auch viel umstrittener. Wir können es auch andersrum mal aufziehen, und zwar von den Mädchen und Jungen selber ausgehen und können feststellen, na ja, dass Mädchen und Jungen, die beschäftigen sich ja in diesem Alter, Kindergartenalter, tatsächlich auch damit, was heißt denn das für sie selber, Junge oder Mädchen zu sein? Und das ist etwas, was sich auch in ihren sprachlichen Aktivitäten ausdrückt. Und manche haben das so in der Forschung wahrgenommen, dass es so deutlich, dass sie sogar von verschiedenen Sprachen oder Welten gesprochen haben. Das ist ein Ergebnis aus einer Forschung, die schon Jahrzehnte alt ist, von Sprachforschern, die wirklich dann von den zwei Welten sprechen und festgestellt haben, dass tatsächlich Jungen Sprache und Mädchensprache oder Kommunikationskulturen sich ganz erheblich unterscheiden, zu Beginn der Schule, was man wirklich am Wortschatz feststellen kann. Also, dass die Bereiche, für die sich Kinder interessieren, da haben sie natürlich auch mehr Worte zu, wogegen sie in Bereichen, wo sie diese uninteressant finden, haben sie einfach weniger Worte. Und wenn sie dann in ihren Spielgruppen unterschiedliche Interessen entwickeln, wirkt sich das auf ihre Sprachenkommunikation auch aus. Und natürlich sind sie in den Spezialgebieten weit sprachgewandter als in Gebieten, für die sie sich weniger interessieren. Also das können wir in der Tat schon feststellen. Wir haben also zwei Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Das eine ist, Mädchen sind tatsächlich schneller, besonders in den ersten Lebensjahren. Und zweitens, sie unterscheiden sich hinsichtlich dessen, was sie sprechen können und wie sie kommunizieren. Auch wenn sie beide ihre Kompetenzen immer weiterentwickeln, haben wir möglicherweise da Unterschiede im Inhalt und in den spezifischen Fähigkeiten im Bereich der Sprache. Und dafür möchte ich ein Beispiel nennen, und das fand ich eine ganz interessante Frage, nämlich die dieses Thema aufgreift, was ich vorhin hier eingeführt habe, das Sustained Shared Thinking, also das langanhaltende gemeinsame Nachdenken. Dazu haben wir zwei Studien, mehr nicht, die das Geschlecht im Blick genommen haben, aber die sind ganz interessant. Und zwar hat eine neue Studie gefunden aus der Schweiz, sie ist jetzt wenige Jahre alt. Erstmal haben sie festgestellt, ach, sie haben das bei den Krippenkindern gar nicht gefunden, erst ab dem dritten Lebensjahr, und haben dann aber gesehen, die Mädchen beteiligen sich mehr daran als Jungen. Jedenfalls in dieser Studie, in denen es um Alltagssituationen, um Freispiel ging. Interessanterweise war es nämlich 7 Jahre vorher so gewesen, dass es eine andere Studie gab, die hatte das auch untersucht, aber da ging es ganz klar um naturwissenschaftlich-technisches Lernen. Da hatten sich die Jungen mehr beteiligt als die Mädchen. Also sieht man da schon, möglicherweise hat dieses wunderbare Sustained Shared Thinking, was wir mit allen Kindern gerne hätten, schon einen zusammen, worüber man spricht. Was ist das Thema? Was ist interessant für die jeweiligen Kinder? Dann macht man es mehr oder weniger. In der neuen Studie war es nun so, dass sie feststellten, wenn die Kinder älter werden, beteiligen sich Mädchen häufiger an dieser Art des Dialogs. Bei den Jungen war dieser Anstieg nicht festzustellen. Das ist ein ganz kleines Forschungsergebnis, aber das ist natürlich schon eins, was einen nachdenklich machen kann. Denn wenn diese Fähigkeit, wirklich langanhaltend miteinander was zu verhandeln, was rauszufinden, gemeinsam Fragen zu entwickeln, wenn das etwas ist, was Mädchen immer mehr machen und die Jungen haben gar keine Lust mehr zu, warum auch immer, das ist hier nicht beschrieben worden, dann haben wir natürlich ein Problem für Beteiligungsprozesse. Da rutschen die Jungen nämlich irgendwann dann raus. Ja, das ist eine Sache, und da habe ich gedacht, da müssten wir eigentlich genauer nachgucken. Da können wir jetzt wirklich nicht sagen, wir haben eine Studie, noch eine Studie. Das sind zu wenig Studien, sind ja auch kleine Studien von ein, zwei, drei Kindergärten. Da müssten wir viel genauer gucken, was läuft da eigentlich. Was passiert wirklich? Dann müssten wir viel umfassender diese Frage erstmal stellen. Wir halten mal fest, also es scheint da schon Unterschiede zu geben, sowohl in den Kompetenzen, als auch in der Spezifität der sprachlichen Fähigkeiten. Warum ist das so? Und jetzt kommen die Fachkräfte ins Bild. Und tatsächlich haben wir eine sehr große Studie, das ist Entschuldigung, die Nubeck-Studie, die größte Studie zur Qualität von Kindertageseinrichtungen in Deutschland, die sehr, sehr viele Ergebnisse erbracht hat, unter anderem dieses hier, das lese ich einmal vor. Erzieherinnen berichten häufiger von einer höheren Beziehungsqualität zu Mädchen. Und Kinder mit einer hohen Erzieherinnen-Kind-Beziehungsqualität zeigten die höchsten Werte im rezeptiven Wortschatz in Deutsch,
in den Kommunikationsfertigkeiten und den sozial-emotionalen Kompetenzen sowie den wichtigsten Wert im Problemverhalten. Aha. Erzieherinnen steht hier, weil in der Tat in der Studie so wenig männliche Fachkräfte drin waren, dass sie einfach das nicht weiter erfasst haben. Man könnte jetzt ja vermuten, aha, das sind halt Frauen und die Mädchen kommen mit den Frauen besser klar und dann können sie auch besser reden und dann klappt das dort alles besser. Haben wir ja eine mögliche Erklärung. Ganz einfach ist es aber nicht, denn interessanterweise war es so, dass sie in derselben Studie festgestellt haben, dass gerade die Jungen besonders profitiert haben, wenn sie eine gute Beziehung zur Erzieherin hatten. Allerdings war das seltener. Also im großen Durchschnitt berichteten eben mehr Erzieherinnen die Beziehungsqualität zu Mädchen als zu Jungen. Was zeigt, dass das Ganze ganz schön kompliziert ist, aber dass es offensichtlich irgendwelche Zusammenhänge gibt zwischen Geschlecht und Sprachkompetenzen. Andererseits geht es ja nicht nur um die Beziehung zwischen Erwachsenen und einem Kind, sondern es geht ja ganz oft um Gruppen, denn wir arbeiten ja in Kitas mit Gruppen und nicht mit Einzelnen in einem Großteil unserer Zeit. Und diese Gruppen, die spielen auch eine große Rolle. Ich habe hier mal zwei Gruppen mitgebracht aus dem Kindergarten. Die kennen Sie vielleicht, ne? Das sind die Power Ranger und die Powerpuff Girls. Die Power Ranger sind, glaube ich, noch ein bisschen bekannter. Und man könnte sich jetzt ja mal fragen, wer von denen lernt jetzt wohl besser sprechen und was reden die wohl so? Also man könnte jetzt auch eine kleine Medienanalyse machen, müsste mal die alten Filme wieder rausholen. Tatsächlich ist es so, dass es Studien gibt, die zeigen, dass Mädchengruppen und Jungengruppen unterschiedlich kommunizieren, wenn wir denn solche Gruppen haben. Das wäre jetzt die nächste Frage in die Runde, die stelle ich jetzt mal nicht, weil es nämlich sehr unterschiedlich ist. Manche Fachkräfte berichten, jo, bei uns haben wir das wir haben so Jungenbande, Mädchenbande, das haben wir so bei den älteren Kindern, die bald in die Schule kommen, ist das gang und gäbe. Andere sagen, man spielt das nicht so eine Rolle. Ganz anders ist es in der Schule, da können wir das fast durchgängig feststellen, dass Jungen und Mädchen sich gerne sortieren und dass diese geschlechtshomogenen Gruppen, also die Gruppen der Jungen und der Gruppen der Mädchen, die sich zum Teil auch sehr deutlich voneinander abgrenzen, eine große Bedeutung haben für den weiteren Bildungsweg. Und ich habe hier nur zwei Aspekte rausgegriffen, die für unser Thema heute wichtig sind. Das eine ist, dass wenn die Jungen und Mädchen sich separieren, was nicht alle Jungs oder Mädchen tun, aber viele, besonders so gegen Ende des Kindergartenalters und dann in den ersten Grundschuljahren, dann entwickeln die unterschiedliche Formen, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie Konflikte lösen. Und tatsächlich verbringen Mädchengruppen mehr Zeit mit sprachbezogenen Aktivitäten. Sie sind also auch von alleine, auch für sich selber, schon viel mehr beschäftigt, über Dinge viel zu reden. Bei jungen Gruppen spielt Bewegung, wird es spielen eine etwas größere Rolle. Was nicht heißt, dass sie nicht auch ganz viel aushandeln, aber möglicherweise auf eine ein bisschen andere Art und Weise. Und das heißt, wenn wir mehr darüber herausfinden wollen, welche Rolle Sprache spielt, wäre eine Möglichkeit, dass wir mal ein bisschen genauer gucken, wenn wir solche Gruppen haben, jungen Gruppen und Mädchengruppen, was geht da eigentlich ab? Wenn die also in solchen Gruppen spielen, wie sprechen die Mädchen, wie sprechen die Jungen, welche Kompetenzen entwickeln sie dabei oder auch nicht? Und wie beteiligen sie sich als Gruppen am Alltag der Einrichtung? Also in welcher Weise machen sie sich hörbar? Machen sie sich bemerkbar, indem sie stören und nerven? Machen sie sich bemerkbar, indem sie sagen, wir wollen raus und sind nicht mehr dabei? Machen sich bemerkbar, weil sie ganz viele Vorschläge haben, alles Mögliche machen und tun wollen. Das sind Dinge, die wir mal anschauen können, gerade in diesem Bezug zwischen Gruppe und Alltag in der Einrichtung. Und dann finden wir vielleicht ein bisschen mehr darüber raus, wie eigentlich diese ganzen Dinge, Beteiligung, Sprache und Geschlecht zusammenhängen. Ich kann leider nur sagen, dass Sie und wir das gemeinsam anschauen sollen, weil es eben noch keine Forschung gibt, die das wirklich systematisch angeschaut hat. Dazu kommen wir nämlich jetzt zur Frage, was wissen wir denn? Tatsächlich stellen wir fest, dass in der Sprachförderung oder der Sprachbildung wir zwar einerseits wissen, dass wir einen großen Vorsprung der Mädchen haben und einen größeren Anteil von Jungen an Problemgruppen, wie das ja auch ein Teil der Gruppe hier auch festgestellt hat, dass wir insbesondere spezifische Sprachentwicklungsstörungen und Verzögerungen sowie Störungen des Sprechens in der Stimme bei Jungen weit häufiger beobachten. Das gilt für nahezu alle Störungen und es geht zum Beispiel auch für die Lese-Rechtschreibschwäche, also alle diese Studien sagen, da sind Jungen mehr von betroffen. Aber die Förderansätze und Programme im Elementarbereich berücksichtigen diese Unterschiede bislang nicht. Es gibt überhaupt kein einziges Programm der Sprachförderung, egal ob altersorientiert oder kompensatorisch, oder wie immer sie alle heißen, die wirklich gezielt diese Frage irgendwie in den Blick nehmen. Es kommt einfach als Thema gar nicht vor.
Und es ist schon so, dass überhaupt diese Aussage, wir haben zwar so ein paar Studien, die das zeigen, aber wenn wir jetzt mal konkreter gucken wollen, wie ist denn das jetzt mit dem Sprachförderbedarf, was ich Sie vorhin gefragt habe in meiner kleinen Umfrage, da habe ich gedacht, da muss man ja irgendwas finden. Und es ist tatsächlich unglaublich schwer, überhaupt Daten zu finden, die uns das mal in Zahlen geben. Und die einzige Zahl, die ich gefunden habe, ist eine Übersicht aus dem Jahre 2014, veröffentlicht, über den Anteil von Jungen und Mädchen in Sprachkindergärten. Und ich weiß nicht, ob Sie es alle sehen können, die Zahlen sind ein bisschen klein. Man sieht hier also, das ist in Studien von 96 bis 2013, das ist mal zusammengezählt. Und der Anteil der Jungen in den Sprachkindergärten ist also überall mehr als 2/3 und Mädchen sind ein Drittel oder weniger. So, eigentlich müsste man das mal öfter fragen, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob das immer noch so ist oder schlimmer geworden ist oder sich angeglichen hat. Keine Ahnung, weil diese Zahlen sind nicht zu finden. Und auch diese Zahl habe ich nur gefunden in irgendeiner Präsentation von irgendeiner Tagung, die war da irgendwo versteckt drin. Wir haben eine kleine Evaluation gemacht in Braunschweig beim Dialogwerk. Dort haben wir tatsächlich auch das Ergebnis gehabt, dass der Anteil der Jungen mit Förderbedarf etwas höher eingeschätzt wurde als der mit Mädchen. Und das ist nochmal wieder interessant, wie es auch ist. Also das waren so ein Durchschnittswert mit diesen Prozentzahlen. Im Interview sagte eine Fachberaterin also etwas deutlicher. Also im Vorschulbereich sind es meistens die Jungs, die in der Beratung sind. Das stimmt, genau. Als ob sie, in dem Moment ihr das erst klar wurde, dass es so ist. So, also wir haben wenig Daten darüber und wir würden das gerne genau untersuchen, haben das auch vor, das genau mal zu erheben, dass man überhaupt erstmal eine Datengrundlage hat, worüber reden wir eigentlich. Wenn wir aber sagen, dass das schon ein Thema da ist, dann sollte man ja annehmen, dass es in den Konzepten irgendwie vorkommt. Und hier sehen wir also die Konzepte geschlechterbewusster Sprachbildung und Förderung auf dieser Seite. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es gibt sie nämlich einfach nicht. Der Stelle. Gut, damit müssen wir jetzt erstmal leben. Wir haben hier ein Thema, was wir als wichtig erachten, was aber bislang kaum beachtet wird. Jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, darauf wollen wir hinaus, auf die Bedeutung des geschlechtlichen Beteiligungsprozesses. Mal gucken, was wir dazu finden. Ich habe Ihnen ja auch schon angekündigt, ich habe ein bisschen ältere Sachen rausholen müssen, weil es nicht so viel Neueres gibt. Ich habe mal ein paar Fragen, also sowas könnte man ja mal fragen, ne? Wie beteiligen sich Mädchen und Jungen an Beteiligungsprozessen? Welche Bedeutung spielen denn diese Gruppenprozesse dabei, wenn wir einen Beteiligungsprozess haben? Ob das nun was ganz Alltägliches ist oder eine Wahl von Projekten oder eine Raumgestaltung oder auch was Größeres. Eine Frage wäre, ne, wer wird ein Gruppensprecher? Wer drängt sich nach vorne oder Gruppensprecherin? Eine andere Frage ist, wenn wir zum Beispiel Themen haben, wir wollen mit Kindern gemeinsam entwickeln, was für Themen sie interessieren. Wie wirken sich vielleicht geschlechtstypische Spielwelten darauf aus, was denen überhaupt einfällt? Also was sie auch von zu Hause kennen, womit sie gewohnt sind zu spielen. Wäre auch eine interessante Frage, die man mal anschauen könnte. Und dann natürlich, zurück zum Thema Sprache, wie wird alles dieses sprachlich, verbal, aber auch nonverbal eigentlich vermittelt? Das wären mögliche Forschungsfragen. Und jetzt habe ich mal so ein paar Beispiele aus älteren Studien, die ich Ihnen vorlesen möchte. Also das ist die älteste, ist wirklich schon aus den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Mädchen waren sehr rücksichtsvoll, achteten auf Wortmeldungen, ließen die Rednerin ausreden und werteten deren Beiträge nicht ab. Die Mehrzahl der Jungen beteiligte sich nur gelangweilt. Die Jungen wollten lieber Fußball spielen als darüber reden. Die Mädchen fühlten sich durch die uninteressierten und störenden Jungen eingeschränkt. Das waren hier Grundschulkinder im Hort. Also eine andere Studie. Meist gefällt den Mädchen das Parlament besser als den Jungen. Sie nehmen es ernst und ärgern sich über das Verhalten der Jungen. Lara, 6 Jahre, steht zum Beispiel fest. Also manche Jungs, die erzählen meistens Quatsch. Und sie hat auch eine Erklärung dafür. Ja, die glauben nämlich, das wäre gar nicht wichtig. Ernsthaftes sagen ihrer Meinung nach eigentlich immer nur die Mädchen. Aus einem Projekt zur Außenraumgestaltung dagegen wird berichtet, dass in einigen Gruppen wenige ältere Jungen das Gespräch durchaus konstruktiv dominierten, während die meisten Mädchen und jüngere Jungen sich schüchtern zurückhielten. In anderen Gruppen bröckelten die Jungen rasch ab, während die Mädchen ihre Beiträge selbstbewusst vortrugen. Aha, da war ja das Bild, was wir ganz am Anfang hatten von diesem Vortrag, war ja dieses Bild von dieser Jungengruppe da im Außengelände. Hat vielleicht auch was damit zu tun, was man da gerade plant, worüber man sich eigentlich austauscht, woran man beteiligt wird. Eine letzte Aussage auch in dieser Richtung. Möglichkeiten, da ging es um eine Außenraumgestaltung. Möglichkeiten zum Toben, Klettern, Raufen und Kämpfen haben für die Jungen eine sehr viel höhere Bedeutung als alle anderen Betätigungsmöglichkeiten. Die Interessen der Mädchen sind nicht annähernd so deutlich pointiert,
Und sie äußern im Gegensatz zu den Jungen auch ein klares Bedürfnis nach ruhigeren Orten wie Sitzecken und Blumenwiesen. Aha, also auch hier eine Auffälligkeit aus einem Beteiligungsprojekt, in diesem Fall eines Außengeländes. Das ist aus einer Zeit, diese Projekte, das ist eine Zeit, wo das mit der Beteiligung gerade erst anfing. Rüdiger Hansen, den Namen kennen Sie vielleicht, einer der Leute, die eins der wegweisenden Beteiligungsprojekte, die Kinderschule der Demokratie, mit auf den Weg gebracht hat. Man könnte ja denken, dass seitdem einiges passiert ist. Wir haben große Beteiligungsprojekte. Da könnten ja solche Beobachtungen mal weitergeführt worden sein. Wenn wir jetzt nach den Ergebnissen aktueller Forschung gucken, haben wir nochmal dieses schöne Bild. Wir haben tatsächlich gar keine Ergebnisse zu diesem Thema. Ich habe nichts gefunden. Ich habe die drei aktuellsten Studien rausgesucht. Qualität aus Kindersicht, Quarki, vielleicht kennt das jemand. Da ist es so, dass immerhin ab und zu mal etwas zu Gender gesagt wird. Es fällt auch auf, dass in mehreren Fallbeispielen entweder eine Jungen- oder eine Mädchengruppe beschrieben wird. In einem Fall wird auch mal darüber nachgedacht, aber es wird nicht systematisch reflektiert, ob das jetzt eine Rolle spielt für die Qualität. Und dann die beiden neuesten Studien, das ist eine DGI-Expertise, demokratische Prozesse in Institutionen früher Bildung und die ganz aktuelle Studie zu U3-Bereich Beteiligen von Kindern im Kita-Alltag. Da findet sich das Wort Geschlecht nahezu überhaupt gar nicht im gesamten Text. Es wird gar nicht überhaupt als möglicher Faktor in Betracht gezogen. Also wir haben hier wirklich wieder eine Leerstelle. Was natürlich ein bisschen doof ist, weil ich würde Ihnen ja gerne ein bisschen mehr als Ergebnis auch sagen, aber so ist die Situation im Moment. Wir haben also erstmal viele offene Fragen. Und bevor wir jetzt zu den Schlussfolgerungen kommen, werden wir tatsächlich noch einmal über die Rolle der Erwachsenen sprechen. Denn darüber wissen wir ein bisschen was, zumindest aus der Familie. Wir haben auch hier wenig Studien über die Rolle der Fachkräfte. Zwei, drei Sachen sage ich gleich, aber das, wo wir natürlich etwas darüber wissen, ist, wie Eltern mit Kindern sprechen. Und hier möchte ich mal eine kleine Übersicht machen, die uns vielleicht eine erste Idee gibt, an welcher Stelle das relevant werden könnte. Das sind ganz alte Aussagen hier aus Forschung, die über Jahrzehnte gemacht worden ist. Und natürlich stimmt das jetzt überhaupt nicht für alle Eltern und für alle Väter und Mütter und Söhne und Töchter, aber es sind vielleicht Tendenzen, die wir schon auch manchmal wiedererkennen. Zum Beispiel, Mütter reden mit ihren Kindern mehr über Gefühle, Väter mehr über Leistung. Die Sprache von Müttern ist unterstützender, aber auch negativer. Väter sind wiederum direktiver. Mütter sprechen mehr und elaborierter, also ausgefeilter mit größerem Wortschatz mit ihren Töchtern, insbesondere wenn es um Gefühle geht. Väter wiederum verwenden kognitiv herausfordernde Sprache. Wenn sie mit ihren Söhnen sprechen, mit ihren Töchtern reden sie insgesamt weniger. Und letzter Satz, Mädchen verbringen mehr Zeit mit ihren Müttern als Jungen mit ihren Vätern. Das sind alles natürlich Grundlagen, weil die Frage, wie ich überhaupt Sprache lerne, über was ich rede, wie ich rede, ist natürlich sehr grundlegend dafür, wie ich mich dann auch wiederum selber einbringe in Gespräche, wenn ich was mit anderen Leuten zu verhandeln habe. Wenn wir jetzt das übertragen wollen auf Fachkräfte, müssen wir sehr vorsichtig sein. Weil natürlich Fachkräfte, die mit Kindern arbeiten, keine typischen Männer und Frauen automatisch sind, sondern vielleicht gerade sogar gar nicht. Andererseits können sich weibliche Fachkräfte nicht wie Mütter die ganze Zeit ganz differenziert um ihre Kinder kümmern, weil sie nämlich nicht nur 1, 2, 3 haben, sondern 25 oder wie viel auch immer. Und da lernt man auch andere Fähigkeiten, zum Beispiel sehr direktiv zu sein. Das muss man, wenn man mit Kindern arbeitet. Andererseits sind Männer, die sich entscheiden, mit Kindern zu arbeiten, vielleicht auch nicht die, die sagen, ich rede nur über Leistung, sondern vielleicht sind es gerade Männer, die viel und gerne über Gefühle reden, weil sie wissen, wie wichtig das ist. Also möglicherweise sind sich männliche und weibliche Fachkräfte viel ähnlicher als Männer und Frauen in anderen Bereichen der Gesellschaft. Ein bisschen was wissen wir schon, und ich sage es wirklich mit großer Vorsicht, aber es gibt ein paar Hinweise auf Unterschied in Bezug auf Kommunikation und Sprache, in Bezug auf Interessen und typische Aktivitäten und in Bezug auf Risikobereitschaft. Also es gibt ein paar Hinweise darauf, dass es da schon Unterschiede gibt. Die sind aber nicht im Beteiligungsprozess untersucht worden, sondern in dieser und jener Studie gibt es so kleine Hinweise. Und da ist man immer hart an der Grenze zum Klischee, weil man immer nicht genau weiß, ist das jetzt wirklich ein Forschungsergebnis oder hat man da im Grunde nur was reproduziert, was die Leute so meinen. Wenn ich jetzt nach Selbstschilderung frage, wenn ich jetzt ein Team frage, wie ist denn das mit Männern und Frauen hier im Team? Und dann sagen die Frauen, oh, seit ein Mann im Team ist, wird hier nicht mehr so viel rumgeredet, das ist alles viel straighter und so. Dann weiß man auch nicht, ist es wirklich so oder ist es nicht einfach so eine Annahme, die alle voneinander haben. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil das wüssten wir nur dann genau, wenn wir wirklich mal mit einem Video hereingehen würden. Bloß weil wir die Leute fragen, die das so meinen, können wir nicht unterscheiden zwischen Klischee und Wirklichkeit.
Was wir aber wissen aus einer sehr schönen Studie, nämlich der Tandem-Studie, dass das Entscheidende oft gar nicht das ist, was Männer und Frauen machen, sondern die Wechselwirkungen zwischen dem Geschlecht der Kinder und dem der Erwachsenen. Und das ist jetzt wieder sehr spannend für unsere Beteiligungsprozesse, dass möglicherweise das Entscheidende, was hier eine Rolle spielt, ist das, wer sich da wem begegnet, was ist eigentlich, wenn Frauen mit Mädchen, wenn Männer mit Jungen oder auch über Kreuz sprechen, spielt das vielleicht eine Rolle? Und da gab es so ein Beispiel aus dieser Quarki-Studie, wo sie feststellten, das lief irgendwie gut, diese Gespräche mit dem männlichen Forscher, weil die hatten vorher auch schon Fußball mit den Jungs gespielt. Da war schon irgendwie so eine Ebene da. Und auf dieser Ebene haben sie dann auch anders miteinander weitergemacht. Das heißt, es kann durchaus sein, und das stellen wir fest in dieser Forschung zu Geschlecht, dass diese gleichgeschlechtliche Begegnung zwischen Erwachsenen und Kindern manchmal so ein gewisses Band schafft, was dann wieder eine Rolle spielt. Vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn es darum geht, mache ich bei dem Thema mit, wenn der was vorschlägt. Das könnten wir mal genauer anschauen. Das ist eine spannende Frage. Und wir hatten eben dieses kleine Bild hier noch gesehen. Hier sehen wir zum Beispiel einen männlichen Erzieher, der mit einem Jungen zusammen in einem Bastelexperiment in der Tandem-Studie sich entscheidet, aus Toilettenrollen eine Kanone zu bauen, was so ein bisschen tabu ist, wenn man sowas eigentlich nicht macht. Und das war auch noch vor dem Krieg. Das heißt, es hat auch noch eine andere Bewandtnis als jetzt im Moment, wenn wir über Panzer reden. Auf jeden Fall gibt es da so Themen, wo man sagt, ja, da ist plötzlich irgendwas da. Da passiert was, was vielleicht sich auch auswirkt, wenn wir dann sagen, wir haben die und die Ideen, wer macht mit? Da spielt es vielleicht schon eine Rolle, wen man da vor sich hat als Kind. Und das Entscheidende sind wirklich die Wechselwirkungen. Und ich fasse das mal zusammen, weil wir in der Tat schon zum Ende kommen müssen von diesem Vortragsteil, weil Sie auch noch ein paar Fragen loswerden wollen. Dass wir im positiven Sinne vermuten können, dass vielleicht, wenn wir gemischte Teams in der Kita haben, also wenn wir Männer und Frauen haben, die miteinander sprechen können, die miteinander Dinge aushalten, die sich wechselseitig auch beteiligen an Entscheidungen, auch im Team, dass die auch ein Vorbild sein können für ein verändertes Miteinander der Geschlechter in Familie und Gesellschaft. Ich mache mal den Bogen zurück zu den ersten Folien, zur Frage, brauchen wir eine Quote oder haben sonst immer die Männer das Sagen? Da können wir ja auch ein Gegenmodell machen, indem wir sagen, aha, in der Kita können wir tatsächlich Männer und Frauen, Jungen und Mädchen beteiligen und anders miteinander umgehen. Dafür brauchen wir aber sowas, was wir Genderkompetenz nennen. Also überhaupt erstmal Wissen über solche Zusammenhänge, die wir heute hier im Blick haben. Wir brauchen eine Praxiskompetenz, was machen wir jetzt damit, und eine Selbstkompetenz, nehme ich denn überhaupt wahr, dass ich als Mann möglicherweise an mancher Stelle anders auftrete als meine Kollegin, dass ich einfach ihr über den Mund fahre oder denke, ich kenne mich da besser aus und rede einfach drauf los oder andersrum. Also was passiert da zwischen uns, kriege ich das überhaupt mit? Und wir brauchen, um sowas zu klären, in Teams, das, was Magitta Kunazir vor einigen Jahren Gender-Dialoge genannt hat. Also Dialoge, in denen Frauen und Männer, auch Mädchen und Jungen, alle miteinander ins Gespräch kommen und über diese Fragen, die wir hier heute besprechen, auch tatsächlich mal gemeinsam nachdenken. Und dafür brauchen wir natürlich überhaupt erstmal die Chance, gemischte Teams zu haben, damit wir überhaupt sehen können, das geht. Ne, weil solange es keine Männer in Kitas gibt, brauchen wir nicht drüber zu reden, wie die vielleicht anders wären oder genauso wären. Wir wissen es einfach schlicht und ergreifend nicht. Gut. Das soll heute der Einblick sein, den ich aus der Forschung gebe. Ich habe ein paar Schlussfolgerungen zusammengefasst und das hatte ich am Anfang ja schon angekündigt. Das sind mehr Fragen und Aufforderungen, als dass wir wirklich sagen können, wir haben da jetzt schon die fertigen Schritte, die wir gehen müssen. Und das erste habe ich mal genannt, Beobachtung und Dokumentation. Wir brauchen erstmal eine Datengrundlage, um überhaupt festzustellen, ist es überhaupt ein Thema? Also, Sie können zum Beispiel systematisch dokumentieren, wie Mädchen und Jungen sich beteiligen. Wer spricht wann und wie viel? Da hilft manchmal schon eine Strichliste oder eine Uhr. Wer bringt welche Interessen zum Ausdruck? Wer will lange diskutieren, wer einfach machen und wer setzt sich dann durch? Und welche Rolle spielen dabei die Prozesse in den Peergruppen, gerade auch dann, wenn diese sich nach Geschlecht sortieren? Das wäre ein erster Schritt, mal zu schauen, ist es überhaupt ein Thema? Und wir haben ja diese sehr widersprüchlichen Umfrage am Anfang. Also die Frage war, gibt es da Unterschiede? Und die eine Hälfte hat gesagt, ich sehe da keinen Unterschied. Die andere hat gesagt, doch, da gibt es Unterschiede. Und die waren nicht so ganz eindeutig. Die einzige Chance, das rauszufinden, ist, dass man es wirklich systematisch beobachtet. Und das kann man natürlich auch mit Forschung machen, im größeren Rahmen. Aber Sie können es auch einfach in einer Einrichtung machen, sehen, wie ist es denn bei uns? Vielleicht ist es auch dieses Kindergartenjahr ganz anders als nächstes Kindergartenjahr. Aber wir können es beobachten und dann sagen, okay, jetzt fällt mir doch was auf, was mir vorher nicht aufgefallen ist.
Vielleicht ist es ja auch genau das Gegenteil von dem, was Sie gedacht haben. Vielleicht haben Sie gedacht, ja, die Jungen sind immer so und so, und dann sind die gar nicht so. Ist Ihnen bloß gar nicht aufgefallen, weil Sie das irgendwie so angenommen haben. Also macht es wirklich Sinn, sich da selber mal zu überprüfen. Und ich glaube, es muss gar nicht so aufwendig sein. Wie gesagt, so etwas Simples wie eine Strichliste ist manchmal schon ganz wirkungsvoll. Der zweite Schritt sind wir. Und da geht es darum, tatsächlich Einstellungen, Aufgaben und Verhalten von Frauen und Männern im Team zu reflektieren. Zum Beispiel, wer beteiligt denn wie im Team? Auch eine wichtige Sache. Wer dominiert Gespräche? Wer trifft die Entscheidungen? Sprechen Sie unterschiedlich mit Mädchen und oder Jungen, auch möglicherweise ohne das zu wollen. Vielleicht denkt man, ja, bei den Mädchen muss man ein bisschen härteren Ton haben, sonst hören die gar nicht. Die Jungen, die sind immer so verständig und kommen aber freilich zum Aufräumen und da muss man gar nicht viel sagen, da sind die schon da oder ist es vielleicht gerade andersrum, ich weiß auch nicht. Wer übernimmt welche Rolle in Beteiligungsprozessen mit Kindern? Also wenn die dann gemeinsam, auf welcher Ebene auch immer, ob es um die Frage geht, wie wir die Essenssituation gestalten und wer sich wie auffüllen darf und welche Rolle wir da haben. Oder es geht um eine Kinderkonferenz. Also wer übernimmt welche Rolle als Mann, als Frau und wie kommen wir damit rein in das Spiel? Führen Sie Gender-Dialoge. Das habe ich eben schon gesagt. Ich steht hier nochmal drunter. Und der dritte Schritt, und das ist, glaube ich, etwas, was ein längerer Prozess sein wird, wir brauchen tatsächlich, wenn wir das ernst nehmen, was wir wissen inzwischen über die Unterschiede in der sprachlichen Entwicklung von Mädchen und Jungen, wir brauchen eine genderbewusste Sprachbildung. Das heißt, wir müssen Sprachbildungskonzepte überprüfen. Wir müssen uns fragen, wie eigentlich gruppentypische Kommunikationsformen in der Sprachbildung aufgegriffen werden. Denn bislang ist das kaum ein Thema. Und wir müssen fragen, wie Beteiligungsprozesse, wie die sprachlichen Fähigkeiten, die wir für Beteiligungsprozesse brauchen, bei allen Kindern gefördert werden. Ich habe jetzt bewusst allen Kindern geschrieben, weil es geht ja nicht um die Jungen und die Mädchen, sondern es geht um alle Mädchen, um alle Jungen und auch alle dazwischen. Und es geht um Kinder mit und ohne Migrationshintergrund. Und uns muss sehr bewusst sein, dass Kinder sehr unterschiedlich sind in ihren sprachlichen Fähigkeiten und dass wenn wir Beteiligungsprozesse haben, die hohe sprachliche Kompetenzen erfordern, wir bestimmte Kinder damit anziehen, die sind dann am Ende der Kindergartenzeit schon gleich fit, Klassensprecher zu werden und immer weiter in der Richtung zu gehen. Wir wollen aber alle mit reinnehmen. Da müssen wir einen Blick drauf haben, wie wir das sozusagen auch auffächern können, dass wir eine Vielfalt von sprachlichen Möglichkeiten haben. Dazu gehören auch die nonverbalen Möglichkeiten. Auch das ist ja Sprache, Körpersprache, Bildsprache, dass wir wirklich eine Vielfalt von Möglichkeiten haben und wir einen Blick drauf haben, wie verschiedene Kinder einerseits sich einbringen können und andererseits auch über Beteiligungsprozesse auch sprachlich sich entwickeln können. Ich glaube, das ist wirklich eine große Herausforderung und da kann unsere Genderbrille, die hier oben in der Ecke von der Folie ist, uns vielleicht ein bisschen helfen, diesen einen Aspekt des Geschlechts mit reinzunehmen. Und damit bin ich am Ende, aber das ist erst der Anfang. Denn Beteiligung braucht Sprache, manchmal vielleicht auch eine Quote, vielleicht sogar mal im Kindergarten. Aber ohne vielfältige Sprach- und Kommunikationskompetenzen führen formale Beteiligungsformen, führen Quoten und all solche Dinge nicht weit. Entscheidend ist die Fähigkeit zum Dialog. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Ich sehe schon, da sind schon einige und die werden mir bestimmt gleich auch zugeführt. Und dann schauen wir, ob wir noch ein bisschen diskutieren können. Herzlichen Dank. Ah, vielen Dank. Das war jetzt nochmal ja, ein Performance-Ritt quasi durch Genderforschung, durch sprachwissenschaftliche Forschung und Ihr kritischer begleitender Bericht über viele Jahre. Also ich glaube, da haben wir jetzt einiges an Diskussionsbedarf. Ich würde gerne starten damit, dass es nochmal eine Rückfrage gab. Was ist, wenn Sie das Wort Gender benutzen? Ist damit das biologische Geschlecht gemeint oder das soziale Geschlecht? Das scheint Ja, nochmal einen Klärungsbedarf zu geben. ich bin da sehr locker, weil ich mich ungern in diese sozusagen gendertheoretischen Streitfragen verstricken möchte. Ich verwende Gender hier als Oberbegriff für alles, was irgendwie mit dem Geschlecht zusammenhängt und nicht ganz eindeutig biologisch festgelegt ist. Und darüber gibt es verschiedene Meinungen. Natürlich sind wir verschiedener Meinung. Manche Leute sind der Meinung, alles ist Gender und es gibt eigentlich gar keine biologische Geschlechterzuordnung und andere sind der Meinung, doch das biologische Geschlecht spielt eine ganz große Rolle. Ich finde diese Frage gar nicht so entscheidend, weil wir
spätestens wenn Kinder 3 oder 4 sind, sowieso ein solches Zusammenwirken haben von biologischen und sozialen und also eigenaktiven Faktoren haben, die Geschlechter ausmachen, dass wir es eh nicht mehr auseinanderkriegen. Wir müssen uns also mit den Phänomenen auseinandersetzen, wie sie sind. Wenn wir jetzt eine Geschlechterstudie machen wollen oder herausfinden wollen, wo kommt es jetzt ganz genau her, können wir das genauer tun, auch verzweifeln, aber für unsere Praxis müssen wir mit dem leben, was wir haben. Und was wir haben, ist in der Tat Unterschiede, die auch mal biologisch sind, zum Beispiel, glaube ich, der kleine Vorsprung der Mädchen in den ersten Lebensjahren, aber überwiegend ein Konglomerat von diesen Dingen. Und darum verwende ich Gender sozusagen als freundlichen Container für all diese Geschlechterfragen und ohne eine genaue theoretische Festlegung. Und heißt das denn auch, Sie hatten ja eine Folie zum Thema Gender blind, da fragt nämlich eine Kollegin, dass also Gender blind sich dann darauf auch genauso beziehen würde. Also naja, für mich als Fachkraft, für mich als Fachkraft in der Interaktion mit dem Kind und ich sag mal aus einer Geschlechtsrolle heraus. Also genderblind ist ja doppelt. Also es geht ja für beides. Einerseits ist es ja genderblind, zum Beispiel keine Statistik zu haben, wie viele Jungen und Mädchen Sprachförderbedarf haben. Ne? Und da würde ich erstmal sagen, wenn man solche Statistiken macht, dann hat man ein biologisches Kriterium, männlich, weiblich, XX, XY. Da wissen wir auch, es gibt auch Kinder, die sind dazwischen, die passen in solche Statistiken nicht ganz rein, die meisten aber doch. Und dann ist es erstmal eine rein biologische Kategorisierung, nach der man erstmal Daten hat. So, andererseits, wenn wir bei der Frage sind, geschlechtszyklisches Kommunikationsverhalten, das ist nun wirklich Gender. Ne? Also ob zum Beispiel Jungen in ihren Gruppen dann irgendwie immer nur, weiß ich was, lauter sind, rumrennen, Mädchen mit größeren Wortschatz diskutieren, das ist ja nicht biologisch angeboren. Das ist ja ganz klar, dass es das nicht ist, sondern das ist tatsächlich Gender. Oder bei der Frage, ist es so, der Mann spricht ein Machtwort und die Frau tröstet, ne? Das ist natürlich, das sind Stereotype. Also, sag ich mal, darum ist beides mit drin. Genderblind heißt, dass ja auf alle diese Fragen nicht geachtet wird. Also weder auf so ganz simple Statistiken haben wir uns auch mal befragt, noch auf die Zusammenhänge von, sag ich mal, geschlechtertypischer Kommunikation, dem Selbstverständnis, was bedeutet es für mich selber, mich als Mann oder Frau zu verstehen. Alle diese Fragen sind nicht beachtet. Genderblind ist es sozusagen auf der ganzen Linie. Und insofern kann man es wirklich dann pauschal ansetzen, das Wort hier. Okay. Ja, vielen Dank. Ich habe noch mal eine Frage. Sie haben ja noch mal so gesagt, Mensch, zwei Welten, zwei Sprachen und dass Mädchen und Jungs in ihren Spezialgebieten besonders sprachfreudig sind. Ich sag mal, wäre der ganz einfache Tipp denn an der Stelle, die Kollegin, die, ich sag mal, den Interessensgebieten der Jungen und ich mache jetzt mal das Klischee auf, ne? Alle technischen Begriffe rund um Bagger, Traktoren, also alles das, was Kinder, Jungs, Straßenbau, ne? Was die so interessiert, also sich damit und diesen Fachbegriffen sehr intensiv zu beschäftigen, obwohl es sie nicht interessiert. Also wir haben ja da, ne, vielleicht auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und diese Interaktion ist ja der entscheidende Erfolgsfaktor, so wie ich sie jetzt verstanden habe. Also tatsächlich müssen wir ja unterscheiden, reden wir darüber, was die Kinder interessiert oder was die Erwachsenen interessiert. Ne? Also meine Erfahrung ist, dass sich Mädchen im Kindergarten durchaus sehr für Technik und all solche Dinge interessieren. Aber in der Tat, bei den Erwachsenen stellen wir deutliche Unterschiede fest. Und da würde ich mal sagen, was ist unsere Rolle, wenn wir uns mit Geschlechterfragen beschäftigen, als erwachsene Fachkräfte? Dann haben wir natürlich immer unsere eigene Geschichte damit. Wir haben unsere persönliche Erfahrung, aus der wir können nicht aus unserer Haut rausschlüpfen. Aber gleichzeitig sind wir sowas wie Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Wir müssen eigentlich in der Lage sein, alle diese Sprachen zu sprechen. Also wir müssen Jungensprache und Mädchensprache und auch noch eine Sprache, die darüber hinausgeht, sprechen. Und müssen sozusagen tatsächlich uns mit den Dingen auch beschäftigen, die uns vielleicht nicht in die Wiege gelegt worden sind und auch nicht ins Kinderzimmer. Das finde ich in der Tat sehr sinnvoll. Das heißt, wenn ich also weiß von mir, okay, ich finde Barbie-Puppen wirklich idiotisch und konnte auch nie was damit anfangen, aber ich habe ein Mädchen zu tun, für die das eine Rolle spielt. Ich muss mich damit irgendwie beschäftigen und einen Weg finden, darüber ins Gespräch zu kommen, dass ich nicht immer sage, die sind immer blöd. So, und dann passieren erstaunliche Dinge. Also ein Beispiel, ich nehme mal diese Actionfiguren in der Zeit lang, im Moment ist es wieder andere Dinge wichtig, aber so
eine Kollegin, die sagt, ich kann damit überhaupt gar nichts anfangen. Und wir dann in so einer Fortbildung darüber gesprochen haben, ja, wie kommen Sie denn da in Kontakt mit? So, und dann hat sie sich hingesetzt, okay, ich frage mal nach und habe tatsächlich ein bisschen mal geguckt und habe mich zu dem Jungen, der immer nur darüber redet, über sonst gar nichts, zu dem gesetzt, mit dem darüber gesprochen. Und dann fing er an zu erzählen und plötzlich hatte sie einen Dialog mit diesem Kind. Also es bedeutet tatsächlich schon, dass wir uns auch auf Dinge einlassen müssen, auch sprachlich, auch vom, na, also es ist ja eine Verbindung von Spracheninteressen, die uns vielleicht nicht so wahnsinnig interessieren. Das ist ein Stück Professionalität, dass wir das auch tun. Und das nicht nur der einen Kollegin oder dem Kollegen überlassen, der vielleicht da eher so was hat, sondern okay, das ist auch altersindige Sprachförderung. Okay, wenn es da Kinder gibt, die reden, wenn überhaupt nur über das, dann muss ich halt damit anfangen. Natürlich mit dem Ziel, dass wir dann auch mal über andere Themen ins Gespräch kommen. Aber erst muss ja ein Dialog da sein, also eine Grundatmosphäre, in denen alle das Gefühl haben, da interessiert sich jemand für mich, mit dem, was mir gerade wichtig ist. Das ist jetzt schon die konkrete Antwort zu einer allgemeineren Frage, die sich da anschließt, die aufgetaucht ist. Wie können wir bei geringerer Dialogfähigkeit, sei das alters- oder genderbedingt, Partizipation besser fördern? Also das war jetzt schon ein ganz konkreter Anlass. Aber gibt es da auch noch andere Ratschläge, andere Möglichkeiten, die Sie doch erprobt haben? Es ist ja tatsächlich die Frage, was heißt geringere Dialogfähigkeit? Die kann ja ganz verschiedene Ursachen haben. Ne? Also eine geringere Dialogfähigkeit, weil ein Kind noch zu klein ist und weil das Kind noch keine Sprache hat, dann ist natürlich Sprachbildung angesagt. Und Sprachbildung muss natürlich, wenn sie altersorientiert ist, an dem ansetzen, was Kinder interessiert. Das sind manchmal Dinge, die wir persönlich völlig uninteressant finden. Das ist so. Wir sagen, das will ich hier eigentlich gar nicht haben. Ich nehme mal ein schönes Beispiel. Spielzeugtag. Ich könnte jetzt wieder eine kleine Umfrage starten, haben wir jetzt nicht vorbereitet. Wer mag den Spielzeugtag und findet das eine tolle Sache? Wenn ich das frage, in Fortbildung kommt meistens raus, die eine Hälfte hat ihn schon abgeschafft und die andere würde es gern abschaffen, aber irgendwie wird es doch gewünscht. Und dann gibt es so ein paar, die sagen, nee, wir machen das wirklich gut. Weil das Problem ist, dass natürlich in dem Moment, wo wir einen Spielzeugtag machen, bringen Kinder ihr blödes Spielzeug von zu Hause mit. Es ist sehr geschlechtstypisch, dann haben sie dieses Thema auch, dann wollen sie damit angeben, wie toll ihr Spielzeug ist und so weiter. Das nervt. Und dann ist es auch ganz schön schwierig, überhaupt was zu finden, was man jetzt mit denen spielen kann und so. Und wenn dann einer so ein Riesenraumschiff mitbringt und dann haben wir noch den Krieg jetzt dabei, den wollen wir gar nicht haben und so. Also ist ein schwieriges Thema. Und andererseits ist natürlich ein Spielzeugtag eine wunderbare Gelegenheit, um in Dialog zu kommen über Interessen von Kindern. Dazu muss ich aber bereit sein zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt wirklich darauf ein, ich stehe den Tag durch und entwickle wirklich Interesse. Oder entwickle wirklich auch Ideen, wie kriege ich denn verschiedene Sachen zusammen? Also mir fiel das, ein Beispiel fällt mir ein aus, ne, das war so ein Spielzeugtag, der also relativ unbeliebt in der Einrichtung war. Ich habe mich dann da reingesetzt und dann haben wir, dann waren so verschiedene Figuren da und Gefährte, also es waren Flugzeuge da und sowas und aber auch Feen. Dann habe ich die Frage aufgeworfen, was ist denn schneller, ein Raumschiff oder eine Fee? Weil die können ja beide fliegen. Wer kann denn schneller fliegen? Und das war erstmal so eine Frage, mit der natürlich niemand gerechnet hat, weil das normalerweise so nicht gedacht wird. Und ich glaube, dass wir mit solchen kleinen Irritationen, also dass wir durchaus überraschende und unerwartete Fragen oder Ideen einbringen können in Dialoge und gleichzeitig damit aber deutlich machen können, uns interessiert das, was ihr mitgebracht habt. Das ist was, was hier einen Platz hat. Und ich glaube, da geht es ein Stück weit lang in genau dieser Mischung von nicht sagen, das müssen wir jetzt toll finden, bloß weil du das mitgebracht hast, sondern eine Neugier verbunden mit einer kleinen, einmal um die Ecke gucken, auch eine Irritation reinbringen, auch was anderes fragen, sodass wir darüber in ein längeres Gespräch kommen. Und das ist eine Basis dafür, dass wir dann auch, wenn wir sagen, so jetzt geht es wirklich um was Wichtiges, wo wir den Raum gestalten wollen, wo wir Angebote planen wollen gemeinsam, wo wir überlegen wollen, wie soll das jetzt weitergehen, wo dann die Kinder wissen, ja, das ist wichtig, was wir hier mitbringen, zu sagen haben. Auch wenn es erstmal nicht so ins Bild passt. Vielleicht ist dann auch der Umkehransatz zum Spielzeugtag, die spielzeugfreie Zeit, eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, um in vielfältige Gespräche zu kommen. Auch prima. Ja. Ich glaube wirklich, es gibt da nicht gut oder schlecht, und das eine ist richtig oder das andere ist falsch, sondern es ist immer die Frage, wie ich es mache. Das ist entscheidend. Und ich brauche natürlich als Fachkraft, ich brauche Dinge, die ich auch hinkriege. Also ne, das ist manchmal Überwindung und manches kann ich auch nicht. Ich brauche Wege, mit denen es mir leicht fällt, in Kontakt zu kommen. Und wenn ich Kinder habe, mit denen es echt schwer ist, muss ich mich fragen, okay, mit diesem Kind ist es wirklich schwierig. Es spricht nicht gut, es spricht auch sehr wenig. Was kann es mir erleichtern, mit diesem Kind ins Gespräch zu kommen?
Und dann ist es eine wichtige Sache, dass ich nicht nur denke, ich muss das tun, sondern vielleicht ist auch die Frage, was kann ich tun, damit dieses Kind mit anderen Kindern ins Gespräch kommt? Und dann machen wir jetzt das nächste Fass auf Mehrsprachigkeit. Na, natürlich brauchen wir dazu eine Mehrsprachigkeitsdidaktik. Wir brauchen, müssen Kinder als Dolmetscher verwenden. Sie dürfen miteinander in verschiedenen Sprachen reden, damit wir über diese kleinen Umwege der Gruppe dann auch mit ihnen ins Gespräch kommen können. Da müssen wir uns auf eine Menge Ungewissheit auch einlassen. Und eine Menge, wo wir selber auch zu Lernenden werden, auch gar nicht wissen, wie das geht. Das ist ja wirklich, man muss es sich wirklich klar machen, in was für einer ungewissen Situation wir leben, mit so vielen Unklarheiten über was Geschlecht heißt, mit so vielen Sprachen in der Kita, sind wir wirklich auch auf, ja, auf unbekanntem Terrain an ganz vielen Stellen. Und das ist aber gut so, das dürfen wir auch sein, da dürfen wir auch Neues entdecken. Es hat ja auch dieses Programm Sprache und Bewegung wirklich gute Resultate gebracht. Also diese Kopplung von Bewegungsangeboten in Kombination mit Sprache. Ja. Wäre ein weites Programm, wo man mit großer Wahrscheinlichkeit herausfinden würde, dass es was mit Geschlecht macht und zu tun hat. Es wird halt nicht unter dem Aspekt, ne, eingeführt. Ja. Vielleicht sollte man es einfach mal anschauen. Wird feststellen, Mensch, mit so einem Programm haben wir tatsächlich möglicherweise ein geschlechterbewusstes Sprachbildungsprogramm, wussten wir bloß noch gar nicht. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, in die Richtung mal zu denken. Was ist dann anders, wenn wir mal tatsächlich genauer schauen, was ist mit Mädchen und Jungen? Machen wir es da? Wenn wir es so machen, passiert was anderes, als wenn wir es so machen. Sie haben mich ja ganz neugierig gemacht an der Stelle, wo Sie bei der einen Folie gesagt haben, ah, das ist aber nicht das Thema heute. Und zwar die, welche Wechselwirkung denn zwischen den, ich sag mal, Ansätzen zur also Kinder mit Migrationshintergrund und oder der geschlechtlichen Rolle zu begleiten oder da ein Förderkonzept anzusetzen. Haben Sie da noch ein Praxisbeispiel? Also wo diese Wechselwirkung so ganz deutlich wird, weil wir sie im Kopf haben als Fachkraft oder weil sie in der Realität so oft auftaucht. Was ich Ihnen jetzt aus dem Stand als Praxisbeispiel da reinbringen, ich finde es schwierig, ne, weil das die Frage, ja, wie gucken wir drauf, weil es, weil wir so schnell in Klischees da auch geraten, gerade an dieser Stelle. Ne? Also was wir wissen, ist, dass der Bildungserfolg von Jungen mit Migrationshintergrund am schlechtesten ist, im Durchschnitt. Also, dass wir sozusagen Geschlechterunterschiede und der Unterschied zwischen Migrationshintergrund und kein Migrationshintergrund sich sozusagen multipliziert. Das wissen wir aber nicht aus dem Kindergarten. Das wissen wir aus den Schulabschlüssen, die also ja viel später sind. Und wir wissen einfach sehr wenig darüber im Kindergarten. Also wir wissen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen. Also so Klischees wie, ach, die Machos, die helfen nicht aufräumen oder sowas. Und wir wissen natürlich, dass es dort kulturelle Wechselwirkungen gibt, die auch mit Sprache zusammenhängen können und nicht müssen. Aber ich bin so ein bisschen vorsichtig. Ich mache das lieber als Frage. Und wenn wir so ein Jungen und ein Mädchen haben, wo wir sozusagen feststellen, da läuft irgendwas nicht so gut, dann ist es halt die Frage, wie wirkt das alles zusammen? Dass man auch danach mal fragt. Hat es was damit zu tun, dass das Kind noch nicht so gut Deutsch kann? Hat es was zu tun mit Entwicklungsverzögerung? Hat es was zu tun mit bestimmten Zuordnungen von Geschlecht? Wer an welcher Stelle was sagt? Wirkt es zusammen? Ich kann Ihnen jetzt nicht aus dem Stand hier so das Paradebeispiel dafür bieten. Ich glaube auch wirklich eher, dass es etwas ist, wonach wir fragen müssen und wo wir gucken müssen. Es ist auch sehr unterschiedlich, ob ich eine Jungengruppe habe, die sich zum Beispiel in einer anderen Sprache verständigen kann oder die in 7 verschiedenen Sprachen sind und dann sich gar nicht mehr verständigen. Aber ich glaube, dass tatsächlich Spielformen, Gruppenbildung, Sprache, Geschlecht, Kultur alle miteinander zusammenwirken, um dann Phänomene zu schaffen, wo wir manchmal sagen, oh, hier geht ja gar nichts. Aber ich habe jetzt nicht das Beispiel gerade. Ja, alles gut. Sagen kann, das ist eher die Frage, die ich Ihnen mitgeben möchte. Ja, gut. Wenn es keine Fragen jetzt mehr aus dem Chat gibt, dann würde ich sagen, Holger, könntest du die Abschlussfolien starten. Wir bedanken uns, Herr Rohrmann, ganz herzlich bei Ihnen für diesen interessanten Einblick.